Euronews und unsere Partner haben eine Untersuchung über die Rechte von Arbeitern durchgeführt, die auf Feldern in Europa säen, jäten und ernten. In Spanien befragten wir über 20 derzeit arbeitende und ehemalige Obstpflücker in der Region Huelva. Alle klagten über unbezahlte Arbeitsstunden, zermürbende Arbeitsbedingungen und einen enormen Druck, große Mengen Obst zu ernten. Die Mittel aus der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union, dem größten Subventionspool der Welt, zielen darauf ab, Landwirte zu unterstützen und ländliche Gebiete zu entwickeln. Das Subventionssystem pumpt jedes Jahr fast 60 Milliarden Euro in den Sektor. Mit über 40 Milliarden Euro werden die Einkommen der Landwirte direkt unterstützt. Aber praktisch nichts davon landet bei den Erntehelfern. Ihre Rechte, ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen werden in der europäischen Agrarförderung nicht einmal erwähnt. Ein so entwickeltes Land wie Spanien, ein europäisches Land, ich verstehe nicht, wie sie so eine Situation zulassen können. Seydou Diop lebte früher in einer dieser Barackensiedlungen, als er in Huelva Erdbeeren pflückte. Heute vertritt er illegale Migranten, die laut seiner Aussage einen großen Teil der Obstpflücker in der Region ausmachen und die Mehrheit derer, die in diesen Lagern festsitzen. Und sie waren in den vergangenen Monaten diejenigen, die den größten Risiken ausgesetzt waren. Die UNO hat die Situation der Arbeitsmigranten in Spanien angeprangert. Sie seien während der Covid-19-Pandemie völlig schutzlos gewesen. Viele der Erntehelfer erzählten uns, sie hätten keine Masken oder Handschuhe bekommen. Und sie hatten keinen Zugang zu Wasser, zum Händewaschen, während der langen Stunden, die sie auf den Feldern verbringen. Und zu den Lockdown-Maßnahmen gehörten Grenzschließungen, was bedeutete, dass viele Arbeiter wochenlang unter diesen Bedingungen festsaßen. Bis Covid-19 sie als unentbehrliche Arbeitskräfte entlarvte, waren diese Menschen für das System weitgehend unsichtbar. Die meisten Arbeiter, die sich in dieser Reportage äußern, wollten anonym bleiben, aus Angst vor Repressalien. Egal ob Migranten ohne Papiere oder Einheimische, die über ihre Situation entsetzt sind. So wie diese Spanierin. Sie hat in den vergangenen 3 Jahrzehnten auf den Erdbeerfeldern von Huelva gearbeitet. Sie zeigt ihre Lohnzettel, um zu beweisen, dass sie etwa 40 Euro pro Tag verdient. Weniger als der Mindestlohn im Land für eine mühsame Arbeit. Was ich davon halte, das ist Ausbeutung, aber wir haben keine andere Wahl.